Maroni sammeln im Aargauer Freiamt. Der Biobauer Andreas Gauch ist ein Pionier. Vor 6 Jahren hat er hier in Niederwil die erste Edelkastanienplantage der Deutschschweiz aufgezogen, hat 1000 Bäume gepflanzt. Manch einer hat gesagt, er sei doch verrückt. Verrückt ist eigentlich positiv in meinen Augen. Man ist ja dann einfach in der Zeit ein bisschen verrückt. Und in meinem Fall jetzt vielleicht gegen vorne. Damit das ja, etwas ist, was Zukunft hat. Und es funktioniert. Dieses Jahr hat er schon 1,3 Tonnen Edelkastanien geerntet. So viele wie noch nie. Das trockene Wetter diesen Sommer ist der Pflanze entgegengekommen. Es ist eine wärmeliebende Kultur und es findet immer eine Verschiebung statt auf unserer Welt, wenn halt das Klima sich verändert. Und wir haben eine Chance mit den neuen Sorten, die es gibt, dass wir hier in unserem Gebiet eigentlich Kastanien anbauen kann. Auf dem Hof kommen die gesammelten Kastanien zuerst mal in ein Wasserbad. Weil frisch vom Baum haben sie noch kaum einen Geschmack. Ich kontrolliere die Früchte kontrollieren. Die sind jetzt hier im Wasserbad. Nach der Ernte lagern wir sie eigentlich 6 Tage im kalten Wasser. In dieser Zeit mache ich jetzt so einen Gärprozess durch. Sie werden dadurch auch süßer und vor allem haltbar. Die meisten Kastanien verkauft Andreas Gauch direkt im Hofladeli und informiert die Kunden auch gerade über sein Produkt. Maroni sind ein beliebtes Produkt in der Schweiz. Die meisten aber werden importiert. Letztes Jahr 2500 Tonnen, 74% davon aus Italien. Zwar wachsen auch in der Schweiz Kastanien, die meisten im Tessin. Dieses Jahr rechnet man dort mit einer Ernte von 50 Tonnen. Der Anteil Schweizer Maroni auf dem Markt ist sehr klein. Die Kunden schätzen die einheimischen Kastanien. So frisch fänden wir sie sonst nirgends. Und darum zahlen sie auch gerne etwas mehr, wie beim Grossverteiler. Ein Kilo Aargauer Bio-Kastanien gibt es für 12 Franken. Sonst kommen die Früchte aus Italien oder so, und jetzt haben wir sie so nahe. Und das wollen wir unterstützen, auch mit dem Produzenten, der da ist, den man fragen kann. Und das finden wir einfach super schön. Die Plantage von Andreas Gauch ist 2 Hektar gross. Mittlerweile sei das Kastanien-Experiment selbstträgend. Davon leben aber kann er nicht. Es ist ein Pilotprojekt und es steckt noch viel Entwicklungsarbeit dahinter. Aber wir sind zufrieden, wie es läuft. Und wenn die Sonne auch in den nächsten Jahren so scheint, dann steht an einer Aargauer Kastanienkultur nichts im Weg.